So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einem Unboxing-Video zu FIFA 13. Diesmal nicht verpackt, sondern diesmal ist es ganz normal, wie man es im Laden bekommt. Und dann mache ich es einfach jetzt mal auf. Das ist die Standardversion. Also nicht die Ultimate Edition, wo man noch extra irgendwie fürs Ultimate Team besondere Sachen bekommt, weil ich spiele Ultimate Team nicht. Brauche ich nicht. Deswegen habe ich es mir auch nicht gekauft. So, da ist es. FIFA 13. Jetzt auch mit Kinect, wie man hier oben sieht. So, was haben wir für die Specs? Also, es können wieder mit bis zu 4 Spielern gespielt werden, auch im Koop-Modus. Und das Spiel unterstützt 1080p, hat eigene Soundtracks und Dolby Digital Unterstützung. So, online könnt ihr mit bis zu 22 Freunden online spielen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt so. Und es gibt herunterladbare Inhalte, Bestenlisten und die Chatfunktion. Jetzt hier auch mit Kinect-Sensor, da kann ein Spieler nur spielen. Sprachsteuerung und Controller. Ja, der Controller ist halt erforderlich. Also nicht wirklich Kinect. Also machen wir es mal auf. Hier ist FIFA 13. Ich drehe das jetzt auch mal. Sekunde. Jetzt halt. So, FIFA 13. Und dabei ist virtuell, also so ein Prospekt für die virtuelle Bundesliga bei EA Sports und so eine kleine Anleitung. Mehr ist da auch nicht dabei. Und natürlich, hier ist der Online-Pass. Und ja, hier steht noch etwas über Season-Ticket, dass man, wenn man sich das Season-Ticket kauft, dann mal Inhalte zum Beispiel 20% billiger bekommt. Also Zusatzinhalte wie, dass man tägliche Updates hat von den Spielern bzw. wöchentliche Updates und sowas. Ja, das war FIFA 13, jetzt das Unboxing-Video. Ich weiß, es ist nicht besonders spektakulär und es kommen heute auf jeden Fall noch mehrere FIFA-Videos. Ihr könnt gespannt sein. Bis dahin, immer schön weiterzocken.